Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Ich stehe hier neben einem sogenannten Hochdachkombi, der ja eigentlich auch nichts anderes ist als ein Minivan mit Nutzfahrzeugvergangenheit, wenn man so will. Ne? Die ganzen Minivans, die fegen sie jetzt so nach und nach aus den Produktportfolios. Die Hochdachkombis hingegen, die bleiben. Und das haben sie, glaube ich, auch so ein bisschen den Nutzfahrzeugen zu verdanken. Aber sie sind ja auch nach wie vor begehrt bei Familien und auch Sportlern oder Campingfreunden. Ja, die Hochdachkombis, wenn man es mal genau sieht, sich ansieht, dann gibt es eigentlich nur drei Allianzen, die noch eigene Produkte produzieren. Das ist einmal die Allianz von VW und Ford. Dann, also Caddy und Ford Tourneo Connect. Dann haben wir Stellantis mit Toyota zusammen. Zuletzt hatten wir euch den Citroën Berlingo als E-Version ja vorgestellt. Den Opel Combo haben wir euch auch als E-Version vorgestellt. Und die dritte Allianz, da sind wir heute zu Gast. Die besteht ja aus Renault, Mercedes und Nissan. Ja, Renault hat den Kangoo, Mercedes hat den Citan bzw. die T-Klasse. Und Nissan kommt hier und heute jetzt mit dem Townster. Und der Townster, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, den gab es jetzt auch vorab schon für eine Zeit lang als Bachelor Engineering vom Kangoo als Nissan NV250. Der Townster löst den NV250 ab, aber noch viel wichtiger auch den ENV200, also den kleinen batterieelektrischen Van, den Nissan ja eine Zeit lang im Angebot hatte. Den Townster, den gibt es einmal mit dem Zusatz Kombi als Familienvariante, ne? Hier mit ganz, ganz vielen Sitzen und so. Dann gibt es ihn aber auch als Nutzfahrzeug, als leichtes Nutzfahrzeug. Und hinter dieser Tür verbergen sich natürlich keine Sitze, sondern eben der Laderaum. Nissan stellt den Townster nicht nur in diesen beiden Karosserievarianten, sondern auch mit zwei Radständen vor und mit zwei Motorisierungen. Wir gucken uns aber zuerst mal die Front an. Die haben sie so ein bisschen angelehnt an den Nissan Ariya, den ich euch ja jüngst auch statisch schon vorgestellt habe. Die greift aber auch die Designsprache der anderen Nutzfahrzeuge auf, denn neben dem Townster gibt es jetzt auch den NV300 als Klimaster und den NV400 als Interstar. Die Produktbezeichnungen gab es schon mal, die kommen jetzt aber wieder. Nissan hat herausgefunden, Mensch, die Kunden, die wollen gar nicht so komische Buchstaben, Zahlen, Variationen, die wollen richtige Namen und somit heißt der Kollege jetzt Townster und wie gesagt, die Front greift auch die Formsprache der anderen Nutzfahrzeuge auf. Den Ariya, den sieht man hier so ein bisschen im Tagfahrlicht. Das ist der Streifen hier im oberen Bereich und auch das, was man hier so als Winkel im unteren Bereich sieht, wenn ihr euch die Bilder von dem Ariya mal anseht oder Alex euch die vielleicht freundlicherweise sogar einblendet, dann seht ihr die Verwandtschaft. Im Übrigen nicht nur LED-Tagfahrlicht, sondern auch LED-Scheinwerfer, allerdings keine LED-Vollscheinwerfer oder Voll-LED-Scheinwerfer. Das Fernlicht, das ist hier noch mit einer Halogenleuchte gelöst und das gilt dann auch für die Nebelscheinwerfer. Zur Front noch zwei Sachen. Einmal, ich zeige euch heute den Verbrenner, denn der wird als erstes freigegeben zum Verkauf. Und der Verbrenner, der hat schon das niegelnagelneue Nissan-Logo. Das zweite Fahrzeug quasi, was ich euch mit dem neuen Nissan-Logo zeigen kann. Der Ariya hatte das hier auch schon. Und ihn werden wir als erstes mit dem neuen Logo auf der Straße sehen. Hinter dem Logo, ne, hier ist ein Kasten drumherum gedacht, ist übrigens auch der Ladestecker für die elektrische Version. Der Townster ist ja so ein Frontlader, was ich ja immer sehr sympathisch finde. Jetzt werfen wir aber erstmal einen Blick unter die Motorhaube, denn da werkelt bei der fossil angetriebenen Version, wenn man so sagen möchte, ein 1,3 Liter Reihenvierzylinder mit einer Leistung von 130 PS. Mit dem kann man bis zu 180 km/h schnell fahren, bei einer Beschleunigung von 0 auf 100 so um die 12 Sekunden und der Verbrauch wird so bei 6,5 Liter liegen.
immer gepaart mit einer 6-Gang-Handschaltung. Ein Automatikgetriebe ist bei der Motorisierung nicht vorgesehen und Diesel wird es auch nicht geben. Der zweite Antrieb, der ist dann elektrisch und Nissan hat ja jede Menge Erfahrung mit elektrischen Antrieben, unter anderem der Nissan Leaf, einer der ersten Pionierautos, batterieelektrisch bei uns in Deutschland, aber auch der ENV 200, den gibt es ja schon eine ganze Weile, aber der ist jetzt Geschichte. Der batterieelektrische Antrieb, der besteht aus einem Elektromotor mit einer Leistung von 90 kW, das sind 122 PS. Und der hat ein maximales Drehmoment von 245 Newtonmeter, das sind 5 Newtonmeter mehr als beim Verbrenner in der Tat. Dazu hat man einen 44 Kilowattstunden Akku und damit soll man dann nach WLTP, es ist noch nicht genormt, aber ungefähr 285 Kilometer weit kommen. Der Akku, der befindet sich im Fahrzeugboden dann nachher. Ich sagte euch ja, geladen wird hier vorne ein Frontlader. Am Schnelllader nimmt das Fahrzeug bis zu 75 Kilowatt entgegen. Schneller geht's nicht. Und somit kann man den Akku von 0 auf 80 in 42 Minuten laden. Serienmäßig ist das Fahrzeug ein 11 kW Lader für die Wallbox zu Hause oder öffentlich und optional kann man sich auch noch einen 22 kW Lader ins Auto hinzukonfigurieren. Ja, Hochdachkombis, ihr glänzen vielleicht nicht durch ihre Schönheit oder den wunderschönen Formbau. Was ich euch aber zum Nissan Townster sagen kann, serienmäßig steht der erstmal auf 16 Zoll Stahlfelgen. Die Kombi-Version, der Lieferwagen, der hat gar 15 Zoll Stahlfelgen. Wir zeigen euch das Fahrzeug aber hier in der Ausstattungslinie Tekna. Das ist ja bekanntlich die höchste. Den Townster wird es in 3 Ausstattungslinien geben als Kombi. Das ist die Accenta, die Connector und eben Tekna, die Höchste. Das ist sie hier mit ihren schicken 16 Zoll Felgen. Man könnte noch sagen, der Kangoo, den gibt es auch auf 17 Zoll. Ne? Da kann man noch nachrüsten halt. Ja, es wird das Fahrzeug mit 2 Radständen geben und die machen dann entsprechend die Länge des Fahrzeugs aus. Den Townster Kombi, also die zivile Variante, die wird es aber nur als Elektrofahrzeug in der Langversion geben. Und dabei fällt mir ein, spielen wir mal eine Runde Fakten, Fakten, Fakten. Der Townster ist 1,84 Meter hoch und 2,16 Meter breit, zumindest mit den Außenspiegeln. Er ist 4,49 Meter lang in der kurzen Version, in der langen Version mit 4,91 Meter, ja, kommt er fast an die 5-Meter-Grenze ran. Die Nutzfahrzeugvariante hier, die leichte, gibt es mit beiden Türarten. Darum kann ich euch hier einmal zeigen, die öffnen auch im 180-Grad-Winkel. Möchte ich jetzt nicht machen, weil ich da hinten gegen die Säule schlage. Dann habt ihr auch einmal hier den großen Laderaum gesehen. Bis zu 3,9 Kubikmeter kann man in den kurzen Kastenwagen laden hier mit seinen asymmetrisch öffnenden Türen. Aber der Kombi, den gibt es halt nur mit der normalen Ladeklappe. Wie gesagt, die Nutzfahrzeugvariante gibt es auch mit der Klappe. Hier sehen wir altbewährtes, nämlich ein riesiges Kofferraumabteil. Den Wagen wird es auch als 7-Sitzer geben, dann allerdings nur mit dem langen Radstand. Bis zu 700 Liter soll man sich hier Platz schaffen können im Kofferraum. Im Lieferwagen passen sogar 2 Europaletten auf die Ladefläche und ich kann hier auch bei der zivilen Version, wohl aber nicht beim Tekna, bis zu 2,50 Meter lange Gegenstände umladen, denn den Beifahrersitz, den kann man auch so zusammenfalten, geht bei der Tekna-Ausstattung nämlich leider nicht, weil die über eine Sitzheizung auf den Vordersitzen verfügt und das lässt sich halt nicht kombinieren. Mit bis zu 800 Kilo kann ich den Townster beladen im Extremfall. Und sogar einen Anhänger ziehen mit einer Anhängelast bis zu 1,5 Tonnen. Das wird aber wohl hauptsächlich für den Benziner gelten. Die Werte für das elektrische Derivat, die kennen wir noch nicht. Ja, vorne Halogen-Fernlicht, hinten Halogen-Rückleuchten. So könnte man das elegant zusammenfassen. Steigen wir mal hinten ein. Ach ja, Schiebetüren. Ich finde es immer wieder schön. Der Einstieg natürlich ein bisschen höher, das sieht man ganz gut, aber in den Zwischenboden, da sollen ja auch die Akkus packen halt. Ne? Übrigens, Batterie, elektrische Variante und Verbrenner haben im Innenraum das gleiche Ladevolumen, weil der Akku halt unten drunter sitzt. So.
Den Fahrersitz habe ich mir eben noch auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 Meter groß und kann hier sehr bequem hinter mir sitzen. Ein Tischlein deck dich gibt es in der Variante, einen Haltegriff, elektrische Fensterheber und USB-Anschlüsse. Ja, eine Beleuchtung, allerdings keine Leseleuchten. Erster Eindruck ist, ich kann hier recht bequem sitzen im Innenraum. Ja, jetzt klappe ich hier noch einmal den Sitz runter, weil Nissan gesagt hat, Mensch, das foldet alles hier so smooth zusammen und man hat da eine relativ ebene Ladefläche, sieht man hier ganz gut. Und wie gesagt, wenn ich nicht den Tekna hätte, dann könnte ich in ähnlicher Manier den Beifahrersitz auch noch umklappen. So geht's aber nicht, dafür kann ich mir den Po wärmen lassen, das ist ja auch ganz schön. Ja, wenn ihr wüsstet, was hier hinter den Kulissen abgeht, ich kann euch eine Sache sagen, der Herr Jens Stratmann, Mitbegründer von Ausfahrt TV, ist auch zugegen und hat mich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass es bei den elektrischen Fensterheber hinten keinen Einklemmschutz gibt. Ich zeige euch aber, wie man hier vorne einsteigen kann und das ist auch mal krass, ne? Wo wir schon bei alten Ausfahrt TV Sachen sind. Die vordere Tür öffnet hier fast im 90-Grad-Winkel. Der Einstieg ist auf jeden Fall bequem, wie man das von Hochdachkombis kennt. Ja, und der erste Eindruck, wenn ich hier sitze, schick haben sie ihn gemacht. Jede Menge Stauraum haben wir auch, so wie man das erwartet in einem Hochdachkombi. Ein beledertes Lenkrad, jawohl. Die Sitze, ne, das ist Kunstleder, aber Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz sehe ich hier. Und hier, wo der Gangwahlhebel der 6-Gang-Handschaltung beim Benziner sitzt, hat man dann ein anderes Panel, selbstverständlich, bei der elektrischen Version. Genauso habe ich hinter dem Lenkrad des Townstars mit dem Verbrennermotor noch klassische Rundinstrumente und einen kleinen Bordcomputer. Bei der elektrischen Variante gibt es ein 10-Zoll Display. Bei beiden Varianten haben wir aber hier ein 8-Zoll Infotainment-System mit einem Touchbildschirm, der hier vielleicht auch funktioniert, aber auch entsprechend funktioniert. Ja, Look und Feel erstmal schön. Mal gucken, ob wir hier einmal ein bisschen Licht noch in das Ganze bringen können. Sieht auch noch gut aus, ne? Alles schön beleuchtet, auch die Schalterchen. So viel kann ich euch sagen. Mein persönliches Highlight ist hier aber tatsächlich die Handyhalterung, die sie an der richtigen Stelle angebracht haben. Frage wäre natürlich noch, ja, und hier sind USB-Anschlüsse. Wie genial ist das denn bitte? Kann ich hier auch direkt laden? Das finde ich schon mal hier schick, ne? Also nicht, um das zu benutzen während der Fahrt, sondern um Sachen ablesen zu können. Dazu auch ein großes Fach hier oben im Dach natürlich, wie man das kennt von den Hochdachkombis und. Alles Weitere zeigen wir euch dann bei der Fahrveranstaltung oder wenn wir das Auto mal fahren können. Interessant finde ich auch, dass sie die Assistenzsysteme nochmal deutlich aufgewertet haben. Gerade bei der batterieelektrischen Variante, die hat natürlich einen adaptiven Tempomat und auch einen aktiven Spurhalteassistenten, der mich konsequent in der Mitte der Spur hält. Ein Totwinkelwarner, eine Verkehrszeichenerkennung und eine 360-Grad-Kamera, die gerade das Einparken bei diesem großen Auto nochmal deutlich vereinfachen soll. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was kostet das, ne? Was kostet ja Spaß? Und ich kann euch sagen, ich weiß es nicht. Die Preise sollen im Dezember 2021 bekannt gegeben werden. Ich denke, dann kann man das Fahrzeug auch bestellen. Ich vermute mal, dass wir den im Januar oder Februar 2022 euch auch fahrdynamisch vorstellen können. Und dann zeigen wir euch die ganzen Nicklichkeiten, die das Auto sonst noch so zu bieten hat. Ja, das soll es gewesen sein. Lasst uns doch mal wissen, was haltet ihr von den ganzen Hochdachkombis? Seht ihr die Unterschiede? Was sind eure Favoriten? Was sagt ihr zum Nissan? Alles mal in die Kommentare schreiben. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle wie immer und sage, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.